26. Oktober 2003 wurde der Naturpark Mürzer Oberland gegründet bzw. das Prädikat Naturpark verliehen. Seither hat sich im Naturpark Mürzer Oberland, der die Ortsstelle Altenberg an der Rax, Kapellen, Mürzsteg und Neuberg umfasst, viel getan. Zahlreiche Projekte im Bereich Bildung, Erholung, Naturschutz und Regionalentwicklung wurden und werden umgesetzt. Um das alles zu koordinieren, hat die Geschäftsführung Andreas Steininger und sein Team inne. Wir haben Steininger in seinem Büro Naturpark Mürzer Oberland in Neuberg besucht, um zu erfahren, welche Aktivitäten geplant bzw. demnächst stattfinden werden. Es gab ja heute ein Pressegespräch, um was ging es da? Ja, da ist es primär mal ums Bergwaldprojekt gegangen, das gemeinsam mit dem Alpenverein im Naturpark stattfindet. Dann war die Besucherlenkung, die wir ja auch jetzt schon seit längerem durchführen. Und dann ging es ums Frühlingserwachen, also um diese Veranstaltungsreihe, die wir in zwei Wochen haben im Naturpark. Das waren eigentlich die drei Hauptthemen, über die wir jetzt da vor kurzem gesprochen haben. Das Bergwaldprojekt, was beinhaltet das? Das Bergwaldprojekt gibt es jetzt schon seit einigen Jahren im Naturpark. Das macht der Alpenverein, die Sektion Edelweiß, auf der Schneealm einerseits und da auf der Falkenstaualm. Da geht es einerseits um Erhalt der Kulturlandschaft, das heißt Almböden, Freiheiten von Latschenbewuchs und andererseits um die Wegepflege. Das heißt, der Alpenverein schaut, dass die Wege instand gehalten werden, dass die Gäste gelenkt werden, kanalisiert werden und ordentliche Wege zur Verfügung gestellt werden, wenn die Leute wandern gehen wollen. Es gibt ja auch ein EU-Projekt. Um was geht es da eigentlich genau? Das hängt mit dem ein bisschen zusammen. Wir haben ein EU-Projekt in der Höhe von 58.000 Euro, das zu 80% gefördert wird. Und da geht es eben darum, dass wir die Besucher lenken. Das heißt, dass sie zum Beispiel nicht in irgendwelche Wildruhezonen kommen, dass sie nicht kreuz und quer im Wald herumlaufen, sondern wirklich ordentliche Wege zur Verfügung gestellt bekommen, auch Mountainbike-Strecken zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist von der EU gefördert. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bei unserer Leaderstelle bedanken, die uns da sehr unterstützt. Ja, und da schauen wir, dass wir das entsprechend die nächsten zwei Jahre so über die Bühne bringen, dass wir da ein gutes Angebot machen können. Vom 13. bis 15. Mai findet eine sehr umfangreiche Veranstaltung statt. Ein Aufatmen. Endlich ist das möglich geworden, oder? Ja, das Frühlingserwachen ist im wahrsten Sinne ein Erwachen. Nach der langen Zeit, jetzt, wo es eigentlich wenig oder kaum Veranstaltungen gegeben hat, haben wir uns gedacht, wir starten ein verlängertes Wochenende. Am Freitag fangen wir an um 15 Uhr mit der Klettersteigeröffnung in der Falkenstaualm und dann geht es eigentlich weiter. Freitag, Samstag, Sonntag mit verschiedensten Veranstaltungen. Jazzkonzert, am Samstag ist freie Auffahrt auf die Schneealm, also da zahlt man keine Maut für die Schneealmstraße. Auf der Sieberwarte gibt es für die Kinder also ein Märchenerlebnis. Der Wald der Sinne ist freier Eintritt. Unsere Museen, Naturmuseum, Holzknechtmuseum, das Montanarum ist freier Eintritt. Es gibt Jazzkonzerte. Das Neuberg College stellt sich vor, Kaffee- und Kuchenaktionen, kulinarische Sachen. Also eine riesengroße Geschichte vom 13. bis 15.05. da im Naturpark. Eigentlich überall, kann man sagen, in allen Ortsteilen. Und ja, wir freuen uns natürlich schon auf viele zahlreiche Besucher. Hallo, wir sind der Sieger und die Tessa aus Löwenland. Heute geht's um Medien. Und wir haben heute wieder die Kerstin dabei. Hallo Tessa, ich freue mich, dass ich heute wieder bei dir sein darf. Danke für die Einladung. Bitte. Ich habe dir heute ein paar Bilder mitgebracht. Darf ich dir die mal zeigen? Soll ich die hinhalten? Das könntest du machen. Schau mal. Und dann legen wir sie vielleicht einfach auf den Tisch. Vielleicht kennst du auch ein paar Symbole davon. Schau mal genau. Wie die heißen? Weißt du das schon, wie die heißen? Ja, bitte. YouTube, anrufen oder WhatsApp, ja, genau. Instagram, Facebook, TikTok und Snapchat. Wow, du bist ein totaler Profi, ich sehe schon, super. Und diese ganzen Dinge, die nennt man so neue Medien. Gell? Das ist so der Begriff und wir unterhalten uns kurz heute drüber. Was glaubst denn du, Tessa, was ist denn ganz wichtig, wenn man diese Apps benutzt für die Kinder? Dass die
Kinder alle schauen, was nur ihr Alter ist? Genau, also das Alter, dass ich diese Apps nur benutze, die für mein Alter passen, genau. Fällt dir noch was ein? Auf was müssen die Kinder denn besonders achten? Keine Idee, dann erkläre ich es dir. Gell? Es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, was man genau postet. Gell? Und welche Inhalte. Dass man auch keine Fotos raufladet, die nichts im Internet verloren haben. Und am besten auch immer mit den Eltern sprechen, was ihr benutzt und wie ihr es benutzt. Gell? Hast du auch, weißt du, warum manche Eltern oder die meisten Eltern eigentlich sagen, oh, nicht so lange mit dem Handy und mit dem Tablet? Ich habe auch da so zwei Bilder mitgebracht, gell? Weil das für die Kinder auch nicht gut ist. Genau. Und was passiert denn, wenn man viel zu lang am Handy oder am Tablet spielt? Dann viereckige Augen. Genau. Und wie fühlt sich das an für dich, wenn du viel zu lang das Handy in der Hand hast zum Beispiel? Da ist einem schwindelig. Das könnte passieren, gell? Oder man hat Kopfweh. Ja, mir ist es auch schon mal so gegangen, wenn man zu lange Fernsehen schaut oder so, da kriegt man irgendwie so Kopfweh, gell? Also das ist einfach nicht gut und die Eltern wollen dann nur, dass es einem gut geht, gell? Und ungefähr kann man sagen, im Volksschulalter sollte man so eine halbe Stunde, nicht ganz eine Stunde, den ganzen Tag am Handy oder Tablet sein, gell? Aber wenn man krank ist, darf man mehr schauen, weil da kann man nichts machen. Das ist wieder eine Ausnahme, genau, weil wenn man krank ist, muss man sowieso im Bett liegen, gell? Genau. Und hast du auch eine Idee, was könnte man denn stattdessen machen? Wenn man jetzt spielen, ja. Garten gehen, genau. Man kann sich vielleicht auch ein Steckenpferd basteln, ja, man kann genau. In den Garten hüpfen, mhm. Und man kann spazieren gehen und in den Wald. Mhm. Ich sehe schon, dir fallen ganz viele tolle Sachen ein, gell? Und weißt du, wie man das dann nennt? Das nennt man dann so bildschirmfreie Zeit. Und das ist besonders wichtig, gell? Vor allem auch für dich und für deine Eltern, für deine Mama, für deinen Papa. Dass man Zeit miteinander verbringt, ohne Handy, ohne Tablet, gell? Ja. Ist auch für die Eltern wichtig. Was ich euch noch sagen wollte, unser YouTube-Channel ist speziell für Kinder. Genau, also ihr könnt reinschauen auf YouTube und die Tipo und Tessa-Videos immer wieder euch anschauen. Und die sind genau für Kinder gemacht und von dir gemacht, gell, als Kind. Genau, also die und sind genau Tibo, richtig. Und von Tibo. Genau. Was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass diese ganzen Apps, die wir jetzt auch vorgestellt haben, für Kinder unter 16 Jahren nicht geeignet sind. Gell? Also da braucht man ganz besonders die Einwilligung auch der Eltern und da müssen die Eltern auch wirklich informiert darüber sein. Tibo und Tessa sagen Tschüss, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann abonniert unseren Kanal. Tibo und Tessa sagen Tschüss! Tschüss!